Ja, grüß Gott. Auch passend eingekleidet mit dem Logo Ihres Unternehmens. Wir haben ja eingangs in dem Film gesehen, dass auch mal so ein Windrad stehen bleiben kann. Da muss ja da jemand hochkrabbeln. Wie hoch ist das? Ja, die aktuellen sind 160 Meter hoch, die Türme. Also da muss man schon schwindelfrei sein. Und wenn es schief geht, muss man sich außen abseilen, wenn irgendwas passiert. Ja. Die Lager, die sind ja riesig, die man da sieht. Wie lange wird daran gearbeitet, bis so ein Lager fertig ist? Es ist so, dass wir ungefähr eine Entwicklungszeit von so 4 bis 6 Monaten haben. Und wenn der Kunde währenddessen sich schon entscheidet, das Ding zu produzieren, kann er sein Teil so in 8 Monaten bis 9 Monaten auf dem Hof stehen haben. Sie sind global ausgerichtet. Wo ist denn Ihr größter Markt? Der größte Markt ist derzeit Europa, muss man sagen. Es ist so, dass wir hier unsere Hauptkunden haben und in Europa einfach noch der Technologiesprung derzeit am weitesten nach vorne geht. Müssen wir da auch noch was wissen bezüglich Aktien, dass wir investieren können? Also Solar hat sich ja nicht so entwickelt, wie wir das alle gedacht haben. Ja, der Wind ist schon ein bisschen rentabler. Es gibt ja sehr viele große Versicherer auch, die momentan da investieren. Also der hat Potenzial und mangels Investitionsmöglichkeiten ist momentan eine Windkraftanlage im Garten was ganz Schönes. Müssen Sie beide noch ein bisschen Wind machen zusätzlich vielleicht? Das machen wir gerne. Ja, prima. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg mit dieser tollen Trophäe. Ich muss schon sagen, ich bin schon beeindruckt. Wir haben im Film gesehen, da gab es die Hemden mit dem Schriftzug der Firma. Jetzt hat er noch die Krawatte an. Gibt es da noch mehr in der? Gibt es Bettwäsche? Mein Kugellager liegt in Eolotec. Da kommt noch mehr, das können Sie auf der Website bestellen dann. Okay, also auch da wächst der Markt. Herr Burgis, kommen Sie doch mal zu mir. Wir reden jetzt mal übers Geld. Aha. Wir zwei. Herr Burgis, ich meine, Windkraft, haben wir gehört, ist ein langfristig wachsender Markt, aber es gibt bestimmt viele, die sagen, da investiere ich, da macht man schnelles Geld. Was hat Sie denn von diesen jungen Herrschaften überzeugt, wo Sie gesagt haben, die haben Kompetenz, da sind wir dabei? Ja, das Erste ist mal, dass wir überhaupt verstanden haben, was eine Main Bearing Unit ist. Diese integrierte Wälzlagereinheit ist mal gut beschrieben worden, sodass es ein Banker verstehen kann. Und zum Zweiten waren die beiden natürlich schon nicht nur in der Technik unterwegs, sondern auch mit Managementfähigkeiten. Also die wissen auch über Zahlen und Absatzmärkte Bescheid. Und wenn einer 160 Meter hochklettern kann, um dieses Ding zu montieren, na, dann hat er die Kompetenz. Gut. Das ist doch mal, weißt du, so werden Kredite bei der Sparkasse vergeben. Hoch hinaus. Und schon sitzt es. Wind gemacht. Herzlichen Glückwunsch und Ihnen einen schönen Abend. Bitteschön.